Das ist die Memory Box 71, eine Kunstinstallation des renommierten Künstlers Michael Kos, die den 71 Toten der Flüchtlingstragödie in Parndorf im Jahr 2015 gewidmet ist. Ein Memorandum für 4 Kinder, 8 Frauen und 59 Männer aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak und dem Iran, die an einem qualvollen Tod durch Ersticken starben, eingepfercht in einem versperrten Kühllastwagen, der auf dem Weg von Ungarn nach Österreich war. Die Flüchtlingstragödie bei Parndorf sorgte für weltweites mediales Aufsehen. Sie markierte einen entsetzlichen Tiefpunkt in der europaweiten Flüchtlingskrise. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung im Kulturkongresszentrum Eisenstadt wurde das Werk nun dem Land Burgenland übergeben. Als Künstler, das zeigen auch die anderen Werke hier, bin ich kein Naturalist. Mir liegt nichts an der überspannten Drastik eines Geschehens, das nicht hätte geschehen dürfen. Deshalb ist die Box so schlicht wie möglich gehalten und auch nicht betretbar. Ihr Innenraum, der exakt den Maßen des LKW-Laderaums entspricht, in dem 71 Menschen qualvoll ersticken mussten, ist nur einsehbar durch die Namen der Opfer hindurch. Durch die Nennung der Vornamen erhält das schreckliche Ereignis eine sehr menschliche Dimension. Durch die Überlassung der Memory Box 71 erfolgt eine respektvolle Aufnahme in die Historie des Burgenlandes. Es ist eigentlich unvorstellbar, auch für die Kollegen dann damals vor Ort, das wirklich spürbar hautnah mitzuerleben, diese Situation aufzuarbeiten und wenn man da drinnen ist in dieser Situation, eigentlich den Gedanken immer wieder zu haben, und so geht es mir auch heute noch, sich ganz einfach nur vorzustellen, man ist in diesen Containern. Und wie muss es diesen 71 Menschen in den letzten Minuten, in den letzten Stunden ihres Lebens ergangen sein? Welche Ängste, welche Gedanken schwirren einem durch den Kopf? Das ist eigentlich unvorstellbar und ich glaube, das bleibt irgendwo bei jedem verhaftet, der damals so nah auch an diesen Geschehnissen war. Ich bin sehr dankbar, dass wir auch dieses Kunstwerk eigentlich übernehmen dürfen, dass wir es in Burgenland eine Heimat geben dürfen. Und es wurde schon gesagt, es wird dann seinen Platz auf der Friedensburg Schleining finden. Anlässlich der Übergabe der Kunstinstallation wird es am 15. Juni im Kulturkongresszentrum Eisenstadt auch eine Aufführung des Theateressays »Der Fluss sucht sich ein neues Bett« von Peter Wagner geben. Die inhaltliche Klammer bilden die Themen Flucht und Migration, die auch in Wagners in 14 Sprachen gesungenen Produktion reflektiert und behandelt werden.